Schön, dass Sie sich für den Wirkstoff Atorvastatin interessieren. Mein Name ist Maren Torkler. Ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie immer das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um den Wirkstoff Atorvastatin. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, es wird kurz und knapp und dann können wir schon starten. Das Atorvastatin findet nicht nur unter anderem Anwendung zur Senkung von Blutfetten, hier seien einmal Cholesterin und die Triglyceride genannt. Es wird auch zusätzlich verordnet zur Vorbeugung von bestimmten Ereignissen, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt oder aber auch einem Schlaganfall. Das heißt, es kann sein, dass Ihre Blutfettwerte im Normbereich liegen und Ihr Arzt Ihnen trotzdem ein sogenanntes Statin verordnet hat, weil sie zu einem Personenkreis gehören, der etwas risikobehafteter ist, solch ein Ereignis zu entwickeln. Und da haben Studien gezeigt, dass das Atorvastatin dieses Risiko sehr gut senken kann. Und das kann zum Beispiel auch ein Grund für die Verordnung Ihres Arztes gewesen sein. Das Atorvastatin, das können Sie unabhängig vom Essen einnehmen. Das heißt, es ist ganz egal, ob Sie etwas gegessen haben oder nüchtern sind. Und das Atorvastatin hat hier im Bereich der Cholesterinsenker eine Sonderstellung, denn Sie müssen es nicht abends einnehmen, sondern können es auch morgens einnehmen, was natürlich manchmal die Tabletteneinnahme erleichtert, dass Sie nicht zu viele Anwendungszeitpunkte am Tag haben. Wenn es Ihnen dennoch möglich ist, das Atorvastatin abends einzunehmen, dann empfehle ich Ihnen die abendliche Einnahme. Der Grund dafür ist, dass das Atorvastatin in Ihrem Körper so wirkt, dass die körpereigene Cholesterinproduktion in der Leber gedrosselt wird und Ihr Körper produziert das meiste Cholesterin in der Nacht. Und wenn dann die höchsten Wirkstoffspiegel des Atorvastatins dann vorherrschen, dann kann es natürlich am besten wirken. Die offizielle Empfehlung ist, dass der Einnahmezeitpunkt egal ist. Der Grund dafür ist, dass das Atorvastatin sehr langsam in Ihrem Körper abgebaut wird. Aber wenn Sie ein wenig mehr machen möchten, dann sprechen Sie Ihren Arzt bitte darauf an, ob Sie es auch abends einnehmen können. Der Vorteil des Atorvastatins liegt unter anderem darin, dass es auch bei einer eingeschränkten Nierenfunktion Anwendung finden kann. Hier muss man die Dosis des Wirkstoffes nicht an die Nierenleistung angleichen. Es empfiehlt sich nur im Vorhinein, einen bestimmten Blutparameter zu bestimmen, die CK, damit man schaut, dass dieser Blutparameter vor dem Beginn der Therapie im Normbereich liegt. Und dann kann man das Atorvastatin auch gut bei einer Nierenfunktionseinschränkung anwenden. Ein kurzer Auszug zu den Nebenwirkungen. Ich möchte hier nur ein paar vereinzelte ansprechen, und zwar Nebenwirkungen, die mindestens jeden Tausendsten betreffen. Als erstes wären hier wie immer die typischen Magen-Darm-Auswirkungen zu nennen, wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder aber auch Verstopfung. Es kann auch zu Aufstoßen kommen, zu Blähungen oder aber auch zu Oberbauchbeschwerden. Das kann alles dem Atorvastatin geschuldet sein. Genauso kann der Wirkstoff auch Auswirkungen auf Ihre Haut haben. Das findet man fast bei jedem verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Es kann zu Hautjuckreiz kommen, zu Hautausschlag. Es kann auch zu einem Gefühl des Ameisenlaufens kommen. Auch von Haarausfall ist berichtet worden und auch von anderen allergischen Reaktionen auf das Atorvastatin. Und bei den unterschiedlichen Arzneistoffen kann man allergische Reaktionen niemals im Vorhinein ausschließen. Das heißt für Sie, wenn Sie plötzlich zum Beispiel Symptome haben wie eine starke Gesichtsschwellung oder eine Rachenschwellung, dann setzen Sie das Atorvastatin bitte sofort ab und suchen Sie sofort
einen Arzt auf. Bei leichteren Hautreaktionen muss das nicht unmittelbar passieren. Aber sprechen Sie das bitte auch bei Ihrem Arzt an, denn solche Nebenwirkungen, die sollten, wenn möglich, auf Dauer nicht toleriert werden. Es kann unter der Einnahme auch sowohl zu Entzündungen als auch zu Schmerzen des Nasenrachenraums kommen. Es kann auch zu Nasenbluten kommen oder auch zu verschwommenem Sehen oder auch zu Tinnitus. Das Atorvastatin kann genauso wie andere Substanzen, die auch die Cholesterinwerte senken, aus dieser Gruppe der Statine die Leberwerte etwas erhöhen. Wenn die Leberwerte bis zum Dreifachen des oberen Normwertes erhöht sind, dann kann das Atorvastatin noch weitergegeben werden. Wenn die aber über das Dreifache angestiegen sind, dann sollte man das Atorvastatin bestenfalls absetzen. Wenn das gar nicht geht, sollte auf jeden Fall eine Dosisreduktion in Betracht gezogen werden. Und für Sie als Info ist sicher interessant, dass die Leberwerte sich wieder normalisieren, nachdem das Atorvastatin abgesetzt worden ist. Und wenn in der Vorgeschichte einmal eine Lebererkrankung stattgefunden hat oder aber auch Sie Alkohol erhöht konsumieren, dann sollte man die Leberwerte immer gut unter Kontrolle haben. Bei dem erhöhten Alkoholkonsum spreche ich nicht von dem einen Glas Bier am Abend, sondern wenn der Konsum schon viel stärker ausfällt. Und bei einer akuten Lebererkrankung, da sollte das Atorvastatin keine Anwendung finden. Auch die Blutzuckerwerte können unter der Einnahme etwas ansteigen. Und dann möchte ich einmal auf das Thema Muskelschmerzen oder Muskelkrämpfe kommen, denn die können dem Atorvastatin geschuldet sein. Viele von Ihnen wissen das sicher. Das ist ein sehr weit verbreitetes Wissen über die Nebenwirkung der Statine. Aber ich möchte da auch noch mal etwas genauer aufklären, denn dieses Wissen über diese Nebenwirkung hat im Fall der Statine den sogenannten Nocebo-Effekt. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, dass Patienten, die Placebo-Tabletten bekommen und nicht wissen, ob das vielleicht doch ein Statin ist, dass diese Patienten in etwa dem gleichen Ausmaß die Muskelschmerzen entwickeln, die auch die Patientengruppe unter der Statineinnahme entwickelt. Das heißt, hier ist der Kopf immer sehr stark mit dabei, aber nichtsdestotrotz können die Statine die Nebenwirkungen trotzdem haben. Und da guckt man sich dann, wenn die auftreten, gerne auch nochmal das Blutbild an und kontrolliert die CK, die Kreatinkinase. Und dieser Wert, der darf bis zum Fünffachen des oberen Normwertes unter der Einnahme abweichen. Aber wenn der über das Fünffache ansteigt und dazu bei Ihnen dann noch Muskelschmerzen oder Muskelkrämpfe kommen, dann sollte das Atorvastatin bestenfalls abgesetzt werden. Man kann es auf jeden Fall nochmal mit einer Dosisreduktion versuchen, denn solche Nebenwirkungen, die gehen immer überproportional mit der Dosis einher. Das heißt, vielleicht können Sie schon von einer leichten Reduktion dieses Wirkstoffes profitieren. Und wenn diese CK im Blutbild sogar über das Zehnfache ansteigen würde, dann sollte das Atorvastatin nicht weiter eingenommen werden. Wenn diese CK in Ihrem Blut kontrolliert wird, sollten Sie als Patient daran denken, dass die automatisch erhöht sein kann, wenn Sie am Tag vorher starke körperliche Arbeit vollrichtet haben, weil diese CK ein Wert auch so grob für die Muskelaktivität ist. Denken Sie bitte dran, dann vor der Blutuntersuchung keine erhöhte körperliche Aktivität zu vollziehen. Das war es jetzt schon kurz von meiner Seite. So die wichtigsten Punkte, die Sie kurz zu Ihrem Atorvastatin aus meiner Sicht wissen sollten. Wenn Sie nähere Informationen haben möchten, allen voran, wie wirkt mein Atorvastatin überhaupt in meinem Körper oder aber welche Wechselwirkungen kann es eingehen, auf welche weiteren Nebenwirkungen habe ich zum Beispiel zu achten, dann empfehle ich Ihnen mein Video Atorvastatin intensiv aus meiner intensiven Reihe. Den Link blende ich Ihnen einmal hier oben ein und lege ich Ihnen auch
auch hier unten mit in die Infobox rein. Und ansonsten freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch letztendlich die beste Therapie ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.